Hallo Jungs, also heute machen wir eine Tour. Leider ist die hier verkauft. Das schöne Ding ist jetzt verkauft. Und habt ihr sie festgekriegt? Natürlich. Wunderbar. Ja, sieht doch gut aus. So. Prima. Prima. Dann gute Heimfahrt, ne? Danke schön. Ja, danke, ne? Macht's gut. Ciao. Ja, da ist die Dicke weg. So, heute haben wir den 30. Oktober. Wetter ist heute hervorragend. Und ja, haben wir uns heute bei Tazi getroffen, weil das Motorrad verkauft worden ist. Und ich muss ein bisschen was zu dem Motorrad erzählen, weil ich das auch umgebaut habe. Tazi hat da nicht so viel Ahnung von, was ich da umgebaut habe. Muss ich im Beistand leisten. Ja, jetzt geht's, glaube nach Nürnberg. Nach Nürnberg geht die Dicke weg. So, heute haben wir uns hier getroffen bei Tazi mit den ganzen Jungs. Ein Käffchen trinken und dann machen wir einen Ausflug heute. Okay, danke. Ja, hier mach fest. Und bist du traurig? Ja. Bisschen, ne? Das ist ja auch eine Trauerfeier gerade hier. Eine Trauerfeier, genau. Sehr glücklich, dass alle gekommen sind. Super von euch. Das ist wieder Sonntag. Heute fahren wir den. Na, ich wäre auch traurig, wenn mein Baby weggehen würde. Aber egal. Ja, so, jetzt rauchen wir noch eine und dann geht's los. Simon kommt hier, oder? Nee, wir holen Simon ab in Uslar. Der wartet in Uslar auf uns. Und dann geht's zum Köterberg heute. Wir wollen heute zum Köterberg eine Bratwurst essen. Ich will auch. Bringst du mir eine mit? Nee. Ja gut, dann mache ich erstmal Schluss für heute. Jedenfalls fehlt das Video jetzt hier. Martin, warte aber da vorne. Mit dem kann ich ein Foto machen. Da sind sie alle. Na, Keule. Das
Servus, Dian. Servus. 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 Ich bin ein Marin, ne? Servus. So, erste Pause hier im Uslar. Hat er mal Simon eingesammelt hier. Simon mit. Kurze Pause. Und dann geht's weiter zum Köterberg. Jawohl. Ja, wenn man durch die Wälder so fährt, muss man ein bisschen aufpassen. Da sind die Straßen, da wo die Sonne nicht so hinkommt, leicht feucht, Blätter auf der Straße. Na, man sollte mit Vorsicht fahren. Aber da wurden wir von solchen Knieschleifern, die jungen Burschen, in den Kurven da überholt. Da habe ich mir auch gedacht, Leute, wollt ihr nicht heile nach Hause kommen oder was? Naja, wir waren alle mal jung und verrückt in der Birne, ne? Umso älter man wird, umso vernünftiger wird man. Aber, naja. Alles klar, okay. Dann so Leute, wir sind am Köterberg angekommen. Also, wir wissen nicht, gucken, ob ich eine Bratwurst kriege. Wir wissen nicht, was hier los ist. Weil... Ach, wo stehst du denn überhaupt? Ich sehe mich gerade. Du wisst doch, wie das ist. Schon mal zu gut ist. Guck mal, eigentlich die Fotografie wieder mein Motorrad. Ja. Hier kommt nur Rennfahrer. Ist das erste Mal hier? Ja. Echt? Nee. Vor 20 Jahren meine Kumpel, die alle schon gesagt. Also hier ist die Hölle los, Leute. Hier ist heute die Hölle los. Was hier los ist, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Noch. Also man kriegt ja noch immer mit dem Motorrad richtig vernünftigen Parkplatz. Ich finde das ja hier besser als auf dem Torfhaus, ne? Echt besser? Ja. Echt? Schneid das auf jeden Fall. Hier sind wir die gleichen Karten. Ja. Bist du ein kleiner Radifahrer eigentlich? Tschech! Naja! Guck mal, was tut denn jetzt los? Ob ich hier ein Motorrad-Tester bin? Nee, alle müssen hier spielen. Zack, kaum noch ein Tisch in die No tak, na wiosny tak i teraz, wiesz, to już te ostatnie dni. No. To ani parkplatz nie dostaniesz na motor tutaj. Hier habe ich einen alten Bekannten getroffen, Landsmann von mir. Ist ein Cafe Racer. Dann habe ich dieses Jahr habe ich den getroffen im Bad Salzofen. Da hat er den ersten Platz gemacht mit dir. Hat er auch schön umgebaut. Yes. Ist das Ace-Café in London? Ja. So ist das hier. Ja. Geil, ey. Aber sehr schön umgebaut. Alles ja, cool, mal, welche aufholen. Ich habe eine Bauern dazu. Ach, hier sind auch welche. Ja, ich hab welche gefunden hier. Ja. Die Streuner. Alter, hier ist was los, ne, heute. Ganz okay. Katastrophe, ey. Ja, dann ist ja nicht so, dass wir gleich am Motorrad hängen bleiben, wenn sie da noch weiter spielen mit ihren Rennautos. Ich hab hier schön auf dem Schotter geparkt. Hier staubt hier alle. Die Motorräder stauben alle ein hier. Ja, sehr schöne Aussicht hier oben.
Kann ich nur jedem Motorradfahrer mal empfehlen, hier hochzufahren. Das ist ja cool, ey. Was ist das denn für eine Formel 1 hier oder was? Weiß ich nicht. Dieser Flitzer hier. Also Wahnsinn. Ich war ja schon öfters hier oben, aber das, was hier heute los ist, das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal, was heute hier los ist. Ja. Was ist das denn hier für ein Flitzer hier? Ah. Okay. Und ist ja geil, ey. Ja, so ähnlich, ja. Ach, das nimmt kein Ende hier. Bratwurst zuerst, muss man sich auch eine Stunde da anstellen, ey. Und? Habt ihr was gegessen oder was? Nee, ich komm gar nicht dran hier. Das ist kommst du nicht dran, ne? Hier, wo die Schotterpflaster war. Ja. Fahren wir lassen wir da hinfahren. Ja, oder wir können in Ostern auch was essen. Ja, oder Ostern, ja. Fahren wir zurück. Irgendwo. Thank you.
Da auf dem Turm nachher ist noch Rockerparty da oben. So. Mal ein bisschen von hier aufnehmen. Also was heute hier los ist, also zum Essen kommen wir hier heute nicht, weil da stehst du Schlange, bestimmt eine Stunde oder noch länger, ey. Leider. Wir werden gleich mal vielleicht zum Tonnenburg fahren oder mal gucken, wo wir essen gehen. Also was hier heute abgeht, das ist echt krass. Naja, sag mal so, ne? Der Oktober geht zu Ende, der goldene Oktober, schönes Wetter. Alle, die Saisonkennzeichen haben, können heute nur fahren und morgen nur fahren, dann ist aus die Maus. Ja, und dann haben sie alle ihre Motorräder rausgeholt, um eine Runde noch zu fahren. Aber wirklich sehr schön hier. Ich kann nur jedem empfehlen, der hier aus der Nähe kommt oder so. Köterberg. Kann man natürlich auch mit dem Auto hier hochfahren, wenn man möchte. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Motorräder hier heute zu sehen sind. Schlecht einzuschätzen. Hier die hungrigen Menschen hier. Und es kommen immer mehr, es kommen immer mehr. Es fahren welche und es kommen immer mehr. Hallo. Ihr seid alle hungrig, ne? Ihr habt schlechte Laune, ich merke das an euch. Ihr habt alle schlechte Laune. Ja, Mann. Oh, er hat mir seinen Captain Future Helm hier, Alter. Da sind wir doch vorhin dran vorbeigefahren, Tom. Ja, wir wollen noch was essen. Wir fragen dich, wir wollen was essen. Ja, fahren wir da hin. Wunderbar. Bevor ihr mich steinigt hier, ihr hungrigen Löwen. Ja, jetzt wollen wir wieder losfahren. Ja? Ja, treffen wir uns da unten, hier vorne gleich. Ne? Dass wir dann wieder zusammen runterfahren können. Springt sofort. Mach's gut. Schneid dich raus. Mach's gut. So, sind wir hier in Tonnenburg. Wollten wir jetzt hier was essen. Aber hier ist alles zu. Bin mal gespannt, ob man hier was essen kann. Ja, ich muss von der Oster was essen, ne, denke ich, oder? Ja, ich denke, jetzt am 5. Mal, ne? Hier ist auch viel los, aber nicht so viel wie am Köterberg. Ja, lauter Köter da oben, das Ding wahrscheinlich. Naja. Oh, ihr habt's gut, ihr könnt rauchen, ich muss meine Zigarette aufladen. Warum, was ist jetzt los? Geh da mal rein, guck mal, da steht eine Schlange. Echt? Hey, weißt du was, wir rufen Mustafa an, ich soll den Grill anschmeißen, wie kannst du Mustafa essen? Vorsicht, Motorrad.
Rum, rum. Rum, rum. Was? Ach, das ist eine Schlange? Ja. Okay. Warum grillen die schön hier draußen, ey? Die muss doch nicht so da so. Ja, ich verstehe auch nicht, warum hier die Bude aufzumachen, dass man da nicht essen kann heute, ey. Verstehe ich nicht. Beraten Sie sich, wo gehen wir jetzt essen? Ich habe Hunger! Yo, Baby, yo, Baby, yo! Ah. Ein schöner Opel hier. OPGT, sehr schön. Aber das Original so. Mr. Bubblimmer, Mr. Bubblimmer. Mr. Bubblimmer, Mr. Bubblimmer. Mr. Bubblimmer. Mr. Bubblimmer. Warum denn? Ich schneide hier nichts raus. Ja. Das, was aufgenommen wird, wird hier reingemacht. Bei YouTube. Bei YouTube. I'm a spaceman. Guck mal, siehst du dich selber. Guck mal hier. Geil, ne? Poshua Karolinka, Dosti do Wisrac, Dosti do Wisrac. Ah, an dieser Nium, jak sag morum panium. Du pevili sac. Du pevili sac. Gehen die Einschaltquoten runter. Gehen die Klicks runter, wenn du Polnisch sprichst. Gehen die Klicks runter. Meinst du? Ach, mir egal, wenn die Klicks runtergehen. Ja. Da kriegt polnische dann Klicks, ja? Genau, da gehen die Klicks hoch. Ja, und du? Russische Pilimini. 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 Chubereki. Okay. Oh, Triumph, Alter. Oh. Oh. Oh, okay. Naja, okay. Schluss für heute. Zack. Die Hungrigen hier. Ja, ja. Hast du ein bisschen Zucker? Nein, nein, das steht da. Also da drinnen? Muss man reingehen? Okay. Die Hungrigen, die Hungrigen. Ja. Wir fahren trotzdem noch nach Usla gleich. Ja.